Ob groß, klein, dick oder dünn, schön ist auf jeden Fall, was gefällt. Der Sommer naht, hast du vor, noch ein paar Pfunde zu verlieren? Wie zufrieden bist du mit deinem Körper? Wie du zu einer tollen Sommerfigur kommst, wir zeigen es dir. Bist du zufrieden mit deinem Körper und was tust du für deinen Körper? Ja, also einer für sich bin ich schon zufrieden. Also man, es gibt jetzt kleine Makel, ja, ein bisschen zu viel Bauch vielleicht, aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden und ich akzeptiere mich oder versuche mich zumindest so zu akzeptieren, wie ich bin. Und das mache ich auch bei anderen. Und wirklich tun, ja, Freizeitsport, also Fußballplatz oder so, aber sonst nicht, ist irgendwie großartig. Ich esse nicht so viel Fett und ja, immer esse viel Gemüse und Obst und sonst so ja eigentlich nichts Spezielles. Ja, ich bin eigentlich schon zufrieden, das kann man durchaus sagen. Und ja, ich schaue halt, dass ich halbwegs gesund lebe, das heißt Sport. Und ja, ich rauche nicht, ich trinke keinen Alkohol und schaue, dass auch hin und wieder ein bisschen Gemüse am Teller landet. Und ja, das ist halt Gesundheit. Was kann jetzt jeder zu Hause tun, damit er ein paar Pfunde, die er vielleicht zu viel hat, abnehmen kann? Es gibt zwei Varianten. Entweder ich sage, ich will essen, was ich will, ja, und dort mache ich dafür relativ viel Sport. Dann kann ich Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise essen, ist auch überhaupt kein Thema. Es gibt Leute, die sporteln, um viel zu essen. Wenn ich jetzt Sport betreibe, dann wird die Gewichtsreduktion kommen. Nun, einer der Bausteine für eine gesunde Lebensweise sind sicher eine ausgewogene Ernährung. Da gibt es 100.000 Tipps. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir vor allem in einem Zeitalter leben, wo Bewegung zu wenig praktiziert wird. Und daher, wenn jemand wirklich mit seinem Gewicht nicht ganz zufrieden ist und eine kleine Korrektur wünscht, dann würde ich sagen Bewegung. Und die ist auch gesund und hinaus in die frische Natur, in das Grüne. Und da hat man auch für die Seele dann ein bisschen noch einen zusätzlichen Zuspruch. Nun, es gibt Körpermasse, die als normal angesehen werden und wichtig ist, dass durch den Sport auch die Muskulatur entwickelt ist. Mit einem Wort, es gibt für jeden sein individuelles Gewicht, wo er sich wohlfühlt, wo sie sich wohlfühlt. Und ich denke mir, nach dem soll man sich orientieren und 2-3 Kilo einmal hinauf und hinunter soll keine Panik verursachen. Sicher sind die Models kein Ideal, weil sie sind überschlank, sie haben nach dem Body Mass Index, der ja eines der Maß ist, sicher sind sie am Rande der Magersucht, wenn nicht schon drin. Und ich glaube, das ist höchst bedenklich, dass das so als Ideal hingestellt wird. Das Beste ist immer eine Kombination aus Kraft- und Ausdauertraining. Das heißt, wenn ich jetzt einen minimalen Muskelanteil habe, dann habe ich sehr wenig Energieumsatz. Darum hat nur ein Programm Sinn, das jetzt mit Ernährung und Krafttraining, sprich Ausdauertraining, gekoppelt ist. Schönheit liegt ja bekanntermaßen im Auge des Betrachters. Für die einen ist Natürlichkeit das Wichtigste, für die anderen Körperschmuck der besonderen Art.